Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Input von Alltagsliebe. Ich bin die Inka, ich bin Mama von 4 Kindern und ich blogge auf www.alltagsliebe.com über mein Mama-Dasein, über mein Leben mit Jesus, was ich im Alltag lerne aus Gottes Wort und wie es mich verändert und näher zum Vaterherzen hinzieht. Und ich möchte dich herzlich einladen, dich mit mir auf die Reise zu begeben und dich inspirieren zu lassen von diesen Inputs. Wenn du Sehnsucht hast nach mehr im Leben, dann will ich dir erstens sagen, es gibt mehr im Leben und Jesus hat es für dich bereit. Deswegen herzliche Einladung zu diesem Input. Ich möchte dir von einer Begebenheit erzählen. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen mein Blumenbeet bearbeitet. Und ich habe nicht Unkraut gejätet, sondern ich habe Blumen ausgerissen. Und zwar habe ich vor ungefähr 4 Jahren Blumen geschenkt bekommen, die ich eingepflanzt habe. Das waren nur 2 oder 3, so Ableger. Und die habe ich in die Erde gesetzt und die wachsen richtig hoch, sind richtig schöner Sichtschutz und blühen herrlich gelb im Herbst. Das Problem an diesen Blumen ist, dass sie mittlerweile das gesamte Blumenbeet überwuchert haben und unterwandert haben mit ihren Wurzeln. Das heißt, ich muss jedes Frühjahr hingehen und bestimmt, weiß ich nicht, 100 von diesen kleinen Pflänzchen ausrupfen, weil das ganze Beet sonst überwuchert ist. Und das, was ich ursprünglich in diesem Beet gepflanzt habe, wo ich auch viel Geld dafür bezahlt habe, diese ursprünglichen Büsche und Blumen, die sieht man dann gar nicht mehr, wenn diese Blumen, diese Herbstblumen alles überwuchert haben. Und als ich so ausgerupft habe, also diese Pflänzchen rausgeholt habe aus der Erde, dachte ich, eigentlich ist das schade, das ist noch nicht mal Unkraut. Ich tue einfach nur Blumen rausreißen, irgendwie doof. Und dann spricht der Heilige Geist zu meinem Herzen und sagt, manchmal musst du das Gute aus deinem Leben entfernen, damit das Beste zur Blüte kommen kann. Ich sage es nochmal, weil ich diesen Satz so schön finde und er hat mich so getroffen. Manchmal musst du das Gute aus deinem Leben entfernen, dass das Beste zur Blüte kommen kann. Wenn ich nicht aufpasse und diese Blumen einfach wachsen lasse, weil es nun mal Blumen sind und Blumen sind schön, geht der eigentliche Sinn von diesem Beet komplett verloren, weil diese schönen Büsche, die ich gepflanzt habe, überwuchert werden und ich am Ende gar nichts mehr von diesem Beet sehe. Das heißt, ich muss hergehen, die schönen Blumen ausreißen, nicht alle, aber doch sehr viele, die meisten, damit ich am Ende noch was von diesem Beet habe. Und genau so ist es in unserem Leben. Mich hat es deswegen so angesprochen, weil ich auch gerade dabei bin, mein Leben auszusortieren und zu gucken, was kann weg, was ist dran, was saugt einfach nur Kraft aus mir raus und ist eigentlich gar nicht mein Platz, an dem ich stehen soll. Die Bibel hat diesen superschönen Vers, den du in Epheser 2, Vers 10 findest. Und zwar steht da, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, auf jedem Leben liegt eine Berufung. Und Gott hat für dich ganz persönlich gute Werke vorbereitet, in denen du wandeln darfst, die du einfach annehmen darfst, wo du gepflanzt bist und wo du blühen darfst. Wir machen aber oft den Fehler, dass wir gut mit Gott verwechseln. Wir denken, solange ich ehrenamtlich in der Kirchengemeinde tätig bin, solange ich irgendwas für Gott mache, ist es immer richtig, da kann ich nicht falsch liegen. Und dann verhapseln wir uns und enden letztendlich in einem komplett überwucherten Leben, wo zwar viel gut ist, aber nichts das Beste ist. Und wo wir komplett den Blick verlieren auf das Eigentliche, was eigentlich blühen soll in deinem Leben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir regelmäßig innehalten, einen Schritt zurücktreten von unserem Alltag, von unserem geschäftigen Leben und aussortieren, ausreißen, konsequent das wegtun, was nicht das Beste ist. Und das kriegen wir raus, indem wir Gemeinschaft mit Jesus haben, indem wir ihn immer wieder fragen, Herr, was ist dran? Welches Werk hast du für mich vorbereitet? Wo soll ich blühen? Wo willst du mich reinpflanzen? Was ist mein Platz? Und du wirst erstaunt sein, wie viel da eigentlich gar nicht dazugehört, was du jetzt noch machst. Und was letztendlich nur ein Zeiträuber ist und ein Energieräuber.
Wenn wir in einem Burnout landen, dann ist es nicht, weil Jesus uns dahin getrieben hat und uns zu viel auferlegt hat, weil wir zu viel für ihn, weil er uns zu viel zu machen gegeben hat, sondern weil wir das Gute mit Gott verwechselt haben. Muss nicht immer so sein, aber es ist wirklich häufig so, dass wir uns so verrennen in den vielen guten Sachen, die wir machen und dabei komplett den Fokus verlieren, warum wir es eigentlich machen, für wen wir es machen. Deswegen herzliche Einladung an dich. Schau mal dein Leben an. Wenn du dich getrieben fühlst, wenn du viel Hast in deinem Leben hast, viel Unruhe und du das Gefühl hast, du kommst einfach nicht zu dem, was du eigentlich machen möchtest oder zu dem, was dir eigentlich Freude macht, dann halt mal inne, sprich mit dem Heiligen Geist, schreib dir mal alles auf, was du machst und dann sortier aus. Und dann sei gnadenlos, dann reiß es wirklich mit der Wurzel aus. Dann sag nein, kann ich nicht mehr machen. Nimm dich zurück. Die Hast ist der größte Feind des geistlichen Lebens. Dieses Zitat habe ich neulich gelesen und es ist wirklich so. Und oft ist die Hast selbst gemacht, ja, zu dem, wo wir alles Ja sagen und denken, es ist gut. Aber letztendlich ist es nicht Gott. Deswegen möchte ich dich herausfordern, sortiere dein Leben aus und mach's regelmäßig. Ich habe letztes Frühjahr es nicht geschafft, diese Blumen auszureißen und musste dann im Herbst mühsam die Blumen abschneiden und die haben keine dünnen Stiele, die haben wirklich so dicke, hölzerne Stiele, sind richtig tief verwurzelt. Es war eine Riesenarbeit, dieses Beet von diesen ausgewachsenen Blumen zu befreien. Und im Endeffekt habe ich jetzt im Frühjahr wieder mehr zum Ausreißen, weil die sich so viel mehr vermehrt haben, als hätte ich sie lieber gleich an der Wurzel, als sie noch kleine, zarte Pflänzchen waren, rausgerissen. Deswegen immer wieder hingehen, immer wieder gucken, was ist dran, wozu beruft mich Jesus in dieser Phase meines Lebens, was soll mein Fokus sein. Und eine gute Richtschnur ist immer, geht es um mich oder geht es um Jesus? Das kannst du dich immer fragen, wenn du aussortierst. Ist das, bin da ich im Fokus oder Jesus? Deswegen viel Spaß beim Jäten deines Lebens. Am Ende wird dein Leben schöner blühen, wenn du dir die Arbeit machst, das auszureißen, was nicht in deinem Beet sein darf. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und ganz viel Segen. Jesus liebt dich und er will, dass dein Leben in volle Blüte kommt und dass du dein Leben genießen kannst. Deswegen scheu dich nicht vor der Arbeit, die ein bisschen anstrengend ist und dich auch ein bisschen dreckig macht und nicht immer angenehm ist. Aber das Ergebnis wird dich belohnen und du wirst in ein Leben kommen, das dir Freude macht, das du genießen kannst und das dich nicht komplett überwuchert und jede Kraft raubt.